Also ich weiß noch, dass er dich für LOL mal angeschleppt hat. Das auch. Ja, er hat mich in das LOL-Loch geworfen, der Arsch. Bin ich auch seitdem noch nicht wieder ausgebrochen. Spiele ich noch immer. Dann wiederum habe ich dank League einen ganzen Batzen an anderen Freunden von mir kennengelernt. Die ich jetzt auch seit über einem halben Jahrzehnt kenne. Schatten bleibt sich halt treu. Ich bleibe Minecraft treu. Minecraft und schlechten Spielen. Und Indie-Games. Ich meine, Indie-Games sind meiner Meinung nach noch immer die besten Spiele zum Stream. Zum einen ist es halt Exposure für das Indie-Game. Und zum anderen fressen die nicht allzu viel Leistung. Und wenn du Glück hast, kann dein Stream oder dein Playthrough von diesem Indie-Game dir einen massiven Boost geben, verpassen. Na, wenn... Ich meine, Minecraft war ein Indie-Game. Ich glaube, es zählt nicht mehr als Indie-Game. Bedenken, dass es jetzt halt Microsoft hinterhängt. Na, aber Minecraft war ein Indie-Game und hat zum Beispiel einen Gronkh auf die Bühne gebracht und so viele andere. Binding of Isaac, auch ein Indie-Game, was halt viele Leute auf die Bühne gebracht hat, also auf die Content-Creator-Bühne. Na, dementsprechend, Indie-Games sind toll. Da ist ein Ziel, wäre was für dich. Das habe ich tatsächlich schon mehrere Stunden gespielt. Für mich, oder der Hauptpunkt, wo ich so ein bisschen warte bei License 4, ist, dass das Spiel aus dem Early Access kommt. Ich hatte gedacht, dass ich bei den Achievements, ne, dass ich auf die warte, weil ich hatte einen relativ weiten Run, wo ich schon die Sphäre angefangen habe zu bauen. Na, also tatsächlich nicht mehr den Schwarm hatte, sondern schon weiter war mit der Sphäre. Und den hatte ich dann aufgehört, weil ich auf Achievements warten wollte und weil es mir alles ein bisschen zu komplex wurde. Was so ein allgemeines Problem ist, was ich mit der Art von Spiel habe, dass ab einem Punkt wird es mir irgendwann zu komplex und dann muss ich Abstand nehmen, weil es ein bisschen stressig wird für mich. Was kein Fehler der Spieler ist. Dyson Sphere Program ist ein sehr gut optimiertes Spiel, was unglaublich viel Spaß macht und auch 20, 30 Euro kostet, aber diesen Preis auch definitiv wert ist. Also wenn ihr sowas wie Satisfactory mögt oder Factorio, kann ich Dyson Sphere Program nur empfehlen. Genau, bei dem Spiel weiß ich aber nicht, ähnlich wie mit Factorio oder halt Satisfactory, ob das was für mich zum Stream wäre. Aber ja, privat spiele ich das. Ihm geht's erstaunlich okay, by the way, dem Bruder. Ja, tatsächlich. Ich habe gelesen, dass er wohl jetzt wieder eine OP hatte, aber er war relativ schnell danach wieder sein Shit-Talking Self. Also muss es wohl okay sein bei ihm. Da fehlen dir etwas die Gegner, die Factorio hat. Die kommen noch. Tatsächlich, die sind angekündigt und die sollen auch noch kommen bei Dyson Sphere Program. Aber wenn man da erstmal warten möchte, ist das vollkommen verständlich. Wenn man da sagt, ich möchte gerne wissen, was für Gegner da kommen. Deswegen, es ist ein Early Access Spiel und ich meine, ich wurde schon auch mal verbrannt, was Early Access angeht, mit Starbound. Weil es, ja, Starbound war halt nicht, oder wurde nicht zu dem Spiel, wo ich gehofft hatte, zu dem es wird. Ich wollte Starbound halt als ein Terraria but in Space haben, aber es wurde halt irgendwie überhaupt nicht das. Was ich sehr schade fand. Wobei ich das auch irgendwann nochmal spielen möchte, dem Spiel nochmal eine Chance geben möchte, als eben nicht das, was es hätte sein sollen können. Die Achievements sind anscheinend da. Habe ich sogar eine gefunden. Einige der Dyson Sphere Program Achievements habe ich schon. 7 Stunden OP mit Komplikationen, aber ja, einem sturen Esel bringst du
so aktuell keine neuen Tricks bei. Ach, die hatten sogar noch Komplikationen. Eieiei. Ja, aber der, ich meine, der Mann hat die letzte Schlacht der Elfen und alte Macht mit mir überlebt. so. Ich glaube, Unkraut vergeht nicht. Ist da, glaube ich, das, der passendste Spruch für. Wobei Starbound ja jetzt sogar was kann. Wie meinst du das, Lynku? Ich habe halt nur gehört, dass der Story Mode doof sein soll. Was, ja, irgendwie verständlich. Ich meine, was ich gemacht hatte, war, ich hatte jetzt Terraria, die 100% geholt gehabt, über das Jahr hinweg mit zwei Freunden. Was super viel Spaß gemacht hat. Also Terraria ist so ein Spiel auch gewesen. Ich habe einen ganzen Batzen an Let's Plays davon angefangen. Unter anderem auch mit Sordi. Aber die nie wirklich beendet. Was halt... Vielleicht streame ich es irgendwann, aber Terraria macht mir als Spiel einfach immer mehr Spaß mit Freunden. Und jetzt, wo ich es 100% durch habe, lege ich es, oder habe ich es so ziemlich für mich persönlich ad acta gelegt. Muss ich gestehen. Aber auf, ne, auf eine positive Art und Weise. Terraria ist wirklich eines dieser Spiele, da 100% geholt zu haben, war einfach nur spaßig. Bis auf die Fishing Quests. Schreckliches Achievement. Wir haben also noch ein paar letzte Schlachten offen, wenn ich so darüber nachdenke, ja, von zu Schlachten worden. Ja, die würde ich auch ganz gerne mit dir irgendwann noch spielen. Ich weiß aber noch nicht wann. Muss ich gestehen. Sind, ich weiß gar nicht mal, wie viele noch übrig. Ich habe tatsächlich wieder einen Großteil verdrängt. Ich meine, der positive Aspekt ist, du verdrängst die letzte Schlacht hart, dann wiederum. Ja, du spielst die halt dann wieder. Nur als Erinnerung, ich werde ja nicht jünger. Sprich bitte nicht so, als würde ich dich bald zu Grabe tragen müssen. Am Anfang hatte es halt fast kein Content und wenig Grund, viele Planeten anzusehen. Das haben sie besser hinbekommen mit Verteidigung der Rohstoffe und Bossen. Fair? Ich meine, ich müsste es mal anschauen. Tatsächlich, also... Ich weiß, ich habe es damals angetestet und was mich halt sehr stark genervt hatte, war, wie unbalanciert es schien. Oder, ja, naja, doch, unbalanciert. Ne? Ich bin keine 2,5 Meter unter der Erde gewesen und schon wurde ich von allem geone-shottet. Zum Beispiel. Ne? Oder... Ich bin auf dem ersten Planeten und ich darf keine 3 Meter laufen, ohne dass ich getushottet werde von irgendwas. Ne, sprich, ich hatte oder ich durfte nicht mal irgendwie rankommen an Rohstoffe, um mich gegen die Gegner zu verteidigen, sondern ja, ich durfte direkt Dreck fressen. Es könnte aber doch jeden Tag passieren. Nein, du bleibst ihn bitte erhalten. Danke. Ich meine, dann wiederum, Starbound hat natürlich einen Vorteil aufgrund der Story, dass es halt sehr linear ist. Ist ein Ende immer gut in Sicht bei Terraria? Klar, du hast halt einen Endboss jetzt, also einen Endboss, den du farmen kannst, damit du dir doofe Challenges stellen kannst. Dann wiederum ist es bei Terraria nicht wirklich linear und du kannst halt viel Zeit mit anderem Kram noch verbringen. Oder musst es halt auch zum Teil, wenn du auf höherer Schwierigkeitsgrad spielst. Das ist jetzt besser zumindest, als ich reingesehen habe. Ja, ich meine, ich möchte dem Spiel eine Chance geben. Und es hat... Starbound hat eine Klasse namens Nova Kid, deren Theme I was the sun before it was cool
halt absolut slappt. Ist, oh, so ein gutes Theme. Das ist auch so ein Punkt. Ich müsste tatsächlich mehr Projekte endlich beenden, damit ich mehr chillige Musik habe fürs Minecraft Let's Play. Da war ich mir so ein bisschen, ach guck mal, jetzt regnet's. So ein bisschen, bis jetzt auf wenige Ausnahmen, gesagt habe, ich setze Musik in das Minecraft Let's Play rein, die wir aus vorherigen Projekten haben. Ne, sprich, ich habe was aus Little Inferno drin, aus Harveys Neue Augen und Edna bricht aus. Ne, nach Deponia werde ich sehr wahrscheinlich auch da mal ein bisschen in den Soundtrack reinhören. Ne, Night of the Rabbit habe ich ja auch Musik drin, weil Night of the Rabbit hat einen sehr angenehmen Soundtrack. Eventuell nehme ich dieses Schwert für Harakiri. Nein! Don't do it! Frage, woran arbeitest du gerade? Ich arbeite hier an dem Plateau. Damit ich hier Gebäude hinstellen kann. Das ist einfach nur ein bisschen Building. Also nichts allzu Wichtiges, Interessantes tatsächlich. Es war halt etwas, ne, kann ich machen nebenbei, ohne dass ich groß nachdenken kann, damit ich ein bisschen mit dem Chat interagieren kann. Meine größte EA-Enttäuschung war bisher die Gilde 3. Die Gilde 3. War das nicht die Spielereihe, wo du dein eigenes Marktimperium aufgebaut hattest? War da nicht was? Ich meine mal von die Gilde gehört zu haben. Es war doch eins. Ich glaube, ich habe sogar die Gilde Gold oder sowas habe ich hier irgendwo rumliegen. Ich kam aber nie wirklich in das Spiel rein. Das glaube ich auch wieder eher an mir liegt als an dem Spiel. So. Genau die. Ja, ich meine. Es klingt zwar gemein, aber EA ist halt, ja, grundlegend nicht mehr für Qualität bekannt, ne? Ich meine, eines meiner absoluten Lieblingsspiele von EA war Harry Potter Quidditch-Weltmeisterschaft. Super funny Game! Ne, du hast zuerst den Hauspokal gewonnen, als eines der Häuser von Gryffindor. Und dann durftest du zur Quidditch-Weltmeisterschaft, wo du dann, ich glaube, du musstest einmal die Weltmeisterschaft durchgespielt haben und dann durftest du Ungarn? Was? Ungarn? Oder Bulgarien? Eins von den beiden Spielen und Viktor Krumm dabei haben. Achso, EA Early Access in dem Fall. Ah, okay, gut, ich bin doof. Teil 1 und Teil 2 sind zwar sehr buggy, aber super spaßig. Ich kann Worte. Vertauschst du gerade den Spielhersteller und Early Access? Ja, habe ich. Ich dachte irgendwie, dass EA da die Finger im Spiel hatte. Das war mein Fehler. Ich bin doof. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wer hat überhaupt die Rechte an die Gilde? Ist wahrscheinlich irgendein. Ich gehe mal stark davon aus, dass es irgendein kleines deutsches Entwicklerstudio ist. Das klingt so nach einem kleinen deutschen Entwicklerstudio. Passiert. Das ist wahr. So, dann haben wir gleich all das hier fertig. Ist die Frage, was ich dann hier rechts mache mit der Wand, mit der Klippe. Da hatte Jowood die Finger dran und jetzt THQ Nordic. Oh, THQ Nordic. Sind die nicht auch von irgendwem aufgekauft worden und seitdem eigentlich nur noch Blödsinn? Da war doch was.
muss man, ja, das ist leider bei so vielen Spielen, Firmen, ne, früher guten Namen, mit einem guten Namen hausiert und heutzutage eher so, meh. Bestes Beispiel wäre dafür Blizzard, was ja von Activision aufgekauft wird und seit, oh boy, seitdem definitiv nicht mehr Blizzard ist. Was mir tatsächlich leid tut für all die Leute, die Blizzard-Spiele gemacht haben. Ich meine, ich habe ja Diablo 3 zum Beispiel auch die Story mal irgendwann gemacht. Gespielt. Aber ja, Blizzard ist nicht mehr Blizzard. Die Moderator haben sich das verwirrend und informativ zugleich. Ich kann meine allerersten Nachrichten auf deinem Kanal ansehen. Was waren denn deine allerersten Nachrichten auf dem Kanal? THQ wurde aufgekauft und hat sich dann in THQ Nordic umbenannt. Ah. Für mich ist es ja ein bisschen, ich weiß, damit klinge ich jetzt wieder sehr alt, sehr interessant, wie sehr sich doch eigentlich Videospiele über die Jahre verändert haben. Auch mit der Gaming-Kultur, die dahinter hängt. Und ja, auch zum Teil leider sehr negativ ist. Moment, ich scrolle hoch. Ah, The Elder Scrolls. Da habe ich... Das wird jetzt einige zum Schmunzeln bringen. Da habe ich jetzt auch vor kurzem Oblivion geschenkt bekommen. Und gesagt bekommen, das ist das beste Elder Scrolls. Spiel's. Und ich meine, ich mag ja Skyrim nicht. Und Skyrim ist kein gutes Spiel. Aber ich würde mir dann Oblivion anschauen. Ich weiß noch nicht wann. Das kann ich noch nicht versprechen. Aber ich werde es. Vielleicht mache ich das dann wieder zu so einem... zu so einem Sonntagsprojekt. Ich würde schätzen, das allererste war eine Form von Hallo. Ja, aber welche Form von Hallo? Das kann ich leider nicht mehr sagen. Ich gehe stark davon aus, dass du mir gesubbt hattest und dazu was geschrieben hast. So wie ich dich kenne. Upsa. So, sprich, ich brauche jetzt noch ein bisschen Erde. Dann werden wir die ganze Erde dort noch aufstapeln, weil wir können, und dann mal gucken. Ich habe noch so viele Spiele, die ich eigentlich streamen möchte. Ich habe auch vor kurzem wieder mal eine Runde Hades gespielt. Ein Spiel von Supergiant Games, die ja auch zum Beispiel Transistor gemacht haben und bei den Game Awards mit Imagine Dragons gesungen haben. Was mich sehr freut, dass also nicht Supergiant Games, sondern Ashley Barrett und Darren Korb haben mit Imagine Dragons gesungen. Aber was mich sehr freut, dass Darren Korb einer kleinen Indie-Band wie Imagine Dragons unter die Arme greift. Bin schon im März 2019 angekommen. Ja, wann war mein erster Stream? Wenn ich mich nicht vertue, muss mein erster Stream 2017 gewesen sein. Chance ist hoch. Und zwar war das im... Also nein, das ist faktisch gesehen falsch. Mein erster Stream war schon davor, vor vielen Jahren, und das war Final Fantasy X. Der existiert aber nicht mehr und darüber bin ich sehr froh. Aber der erste Stream seitdem müsste ein Minecraft-Stream gewesen sein. Und zwar haben wir dort einen Tunnel gebuddelt. Über 7 oder 8 Stunden.
der dann später zur Bahn wurde. Ich folge dir seit dem 17.07.2018. Habe ich meinen... Oh, jetzt bin ich... jetzt bin ich selbst verwirrt. Seit wann läuft mein Minecraft-Projekt? Läuft mein Minecraft-Projekt seit dem 01.01.2018? Oder läuft es seit dem 01.01.2017? Nee, es läuft seit dem 01.01.2018! Genau, ich habe ja die ersten 7 Folgen Minecraft 2017 aufgenommen. Sprich, das muss dann... Nee, das war nicht die Zeit, als ich... Oder? Lassen Sie mich nachdenken. Ich hatte damals 175 Folgen Minecraft gemacht. Es waren 25... Nee, wie viele Versionen? 20, weiß ich nicht mehr. Es waren auf jeden Fall ganz ein Batzen an Versionen. Jeweils 7 Tage die Woche. Und ein Jahr hat 360. Sprich, der 17.07. Kann nicht der Dingsens-Stream gewesen sein. Der erste Minecraft-Stream. Ne, kombiniere. Schatten hat Mathematik angewandt. Er hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Wenn Nightbot, ich sei 22.12.2018, also ziemlich genau jetzt 3 Jahre. Ich meine, ich kann bei Chucky nachschauen. Chucky folgt seit dem 1. Oktober 2018. Ich wüsste nicht, ob ich so einen Command habe, Chucky tatsächlich. Nopas da. Warum? So. Dreck, Kohle wegstecken. Du hast Kohle am Stecken. Kühle, da. Nope. Da. Echt schon so lange? Ist überraschend, ne? Die Zeit fliegt. So, da einmal den einen Dreckblock hin. Der dreckige Däden. Ist interessant, weil du seit 17.07. erste Nacht am 20.07. Moin Schatten, wo ich dir schon, kann ich mal ein paar Minuten vorbeischneien. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich am 20.07. gestreamt habe. Warte, was war das für ein Wochentag, der 20.07.? War es ein Mittwoch? Das schaue ich jetzt mal nach. 20.07.2017. Okay, das sind Nachrichten. Die kann ich mir nachher anschauen. Ja. 2018. Juli. Oh, es war ein Freitag. Okay, dann keine Ahnung, was ich gestreamt habe. Wäre es Mittwoch gewesen, wäre es Minecraft Mittwoch gewesen. Donnerstag? Nein. Juli. Bin ich im falschen Jahr? 2018. Wir reden über 2018, richtig? Ich folge dir seit 17.07.2018. Der 17.07. Juli, genau. Nee, das müsste ein Freitag gewesen sein. Handy Ablenku, Zeit, die Simme fortschreiten, das Konzept von gefühlt weiterkommen. Ja. Ich sterbe, hab 2017 geschaut. Haha! Google, Schatten, Google! Vergesse ich immer, wenn mein Handy das nicht schaffen würde, meins auch nicht, Lunku, keine Sorge.
Warte, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, ganz kurz. Okay. Ich mache jetzt noch so 20 Minuten, dann muss ich den Stream beenden, weil andernfalls ist der Witz nicht mehr gut. Damit ihr das schon mal Bescheid wisst. Dann war es im Zweifel Witcher. Nee, Witcher war ein Sonntagsprojekt. Das... Plus, ich habe dann noch Skyrim gespielt. You know what? Ich kann actually nachgucken. Lass mich ganz kurz auf meinen YouTube-Kanal gehen. Weil in einer jeden Videobeschreibung von mir steht drin, Witcher war voll von Ladezeiten geprägt. Der Anfang, ja. Dann hat eine sehr liebe Person mir so, Descriptions 2017, 2018 Apply. Das war ein Darksiders 1 Stream. Und zwar haben wir da das Spiel angefangen. Wird mal wieder Zeit für einen Speedrun, Witcher. Witcher 3 war wirklich ein sehr schönes Spiel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Und das haben wir ja auch für hunderte an Folgen gespielt.